Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake für die PlayStation 4. Wir haben gerade so ein kleines Intermezzo mit Sephiroth gehabt und scheinen nun am letzten Rastpunkt zu sein. Überschreitest du die aufgewirbelte Barriere der Moiren, weiß niemand, was dich dahinter erwartet. Das ist tatsächlich so, denn das ist neu. Stelle daher sicher, dass alle Mitglieder deiner Gruppe gut ausgerüstet und ausgeruht sind, bevor du dich zu diesem Schritt entscheidest. An der Schnellstraße gibt es einen Verkaufsautomaten, an dem du noch letzte Einkäufe tätigen kannst. Also, es endet jetzt, meine Freunde. Ich schau mal eben, wie es aussieht. Ach, jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Cloud sieht entspannt aus. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es mit dem Rest aussieht. Aber ich würde mal sagen, Alla. Wie sieht es denn mit Waffenmodifikationen aus? Guck mal, Barrett kann hier noch ein bisschen. Brauchen wir Barrett eben noch ein bisschen was reinkommen. 26, da geht doch noch was. Physische Abwehr plus 8, das geht doch auf jeden Fall. Hauen wir noch magische Attacken hochkommen. Und dann gönnen wir uns noch was aus dem 6er Bereich. Oh. 8 bräuchten wir. Warte, das ist der 6er Bereich. Tja. Statusresistenz plus 5, schadet nicht. Gut, dann haben wir Barrett noch ein bisschen ausgerüstet. Wie sieht es beim Rest aus mit den Punkten? Cloud hat bei der ausgerüsteten 11, Tief hat auch 11, lohnt nicht mehr. Judy! Wollen wir noch auf die Bank gehen? Erzählt ihr noch irgendwas? Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nicht mehr zurück. Wir wissen nicht, ob es unser Schicksal ist, diese Wand zu durchbrechen. Eine schwere Entscheidung. Cloud, beeilen wir uns. Vielen Dank, Cloud. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, was da gleich kommt. Okay, wir speichern jetzt einmal noch, ein letztes Mal noch. Und dann scheinen wir uns dem Ende entgegenzubewegen. Das ist, wie gesagt, komplett neu. Das gab es im Original überhaupt gar nicht. Insofern, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Keine Ahnung. Es scheint ja Sephiroth dann zu sein, gegen den wir uns gleich behaupten müssen. Auf geht's. Gehen wir? Auf geht's. Ob wir hier durchkommen? Die letzte Bastion des Schicksals. Es wird ganz schön schwer. Los! Barrett zögert noch ein bisschen. Oh, ich hab keinen Bock da reinzugehen. Ey, scheiße! Sowas schreckt mich schon lange nicht mehr ab. Nicht alle Hürden sieht man. Überwinden lassen sich alle. Immer. Bildchen? Papa, leg los. Das war ziemlich cool. Ach, oh, Gottes Weg. Scheideweg des Schicksals. Sieht immer noch irgendwie ganz normal aus, als wären wir nur auf die andere Seite gelatscht.
Nix da. Alles beim Alten hier. Seht mal! Oh, vielleicht auch nicht. Okay. Kriegt er so ein bisschen Bayonetta-Vibes. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Woohoo! Oh, Cloud! Woo! Man kann nicht rennen, es geht irgendwie in den Taktik-Modus. Okay. Freut dich das? Freuen wir übertrieben. Sind das etwa auch Meuren? So habe ich mir Gebieter des Schicksals eher vorgestellt. Erledigen wir sie! Und wie stellt ihr euch das vor? Ah, okay. Dann bringen wir mal ein paar Meuren um. Oh. Ich klappe jetzt erstmal drauf und versuche dann mit Analyse irgendwie was rauszufinden und dann. Da geht es schon. Rosso-Meure, mal sehen. Eine physische Manifestation des zukünftigen Schicksals. Sie kämpft mit einem Schwert, um die Zukunft zu beschützen, die sie geformt hat. Analyse nicht möglich. Nur dann. Oh, Blitzschuss.
Oh, oh. Nein, nein, nein. Hast du mal auf, hier wütend zu stechen? Oh! Mal sehen. Mutterangriff. Zack! Oh. Perfekt ausgewichen. Ich möchte gern bei dem bleiben. Oh. Fliegt es jetzt weg? Nee. Strom des Schicksals. Oh oh. Es ist jetzt schockanfällig gewesen. Es war ganz kurz schockanfällig. Was geschieht jetzt? Oh! Das darf doch nicht wahr sein! Rennt! Oh, ich kann nicht rennen. Dann geht immer das Kurzding auf, weil wir dauerrennen. Los, weg hier! Ich laufe ja schon! Nicht stehen bleiben! Oh! Das sieht übel aus, Mann! Oh Gott, warum bin ich so weit hinten? Rennt, rennt, rennt! Ah! Knapp, knapp am knappesten. Okay, let's go. Hallo, meine Süßen. Ich bin's wieder, eure Bibi. Fertigkeiten, Schwertsturm. Ich Schwertsturm einfach mal weiter. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass man im Zweifel mal... Oh! Einschlagswelle sich heilt oder so. Aber bis jetzt scheint es ja... Oh. Okay. Oh, 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 oh! Oh nein! Bleibt uns nur die Flucht. Yep, Barrett, lauf! Ich renn schon mal vor. Die Frage ist, wohin? Oh. Und nu? Oh mein Gott. Oh, Slide. Wow. Barrett und Tifa sind wieder dabei. Metamorphose, nix, mein Freund. Hier wird nix metamorphosiert. Guter Angriff und Gibi. Oh, okay, vielleicht doch. Ich würde mal sagen, so aus Sicherheitsgründen gönne ich mir mal einen Megatrank. Eine Auffrischung. Ja, genau. Wo kann man das auch nennen? Au! Alter, ey, hat's aber auch ein bisschen auf mich abgesehen, ne? Du musst mal wirklich nicht so... Alter, was ist der denn so aggro unterwegs? Junge, Junge, Junge. Fertigkeiten, Impulsi braucht er. Ja, was du kannst, kann ich auch. Oh, Wippelattacke, weg, weg, weg. Oh. Mein Limit ist ready. Ich würde sagen, wir ballern das auch mal raus, oder? Einfach, weil ich Bock drauf habe. Also, die erste Sau ist kaputt. Okay, wir müssen also echt diese einzelnen Memoiren oder Moire besiegen und dann fällt das Große halt auseinander. So ergibt das Sinn. So kann ich mir selbst auch erklären, wie man so ein Fettvieh besiegen könnte. Wartet! Ariel! Vorsicht! Okay. Oh, Nanaki. Was war das gerade? Realität, die wir zu zerstören ersuchen. Oh. Hey, wir dürfen 100 fahren. Toll.
machen die das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch, kümmern wir uns erst um die. Fertigkeiten, Ende mit Schrecken. Ich hab doch einen Bock drauf. Und hat mich, er hat's abgewehrt. Er hat's wirklich abgewehrt. Unfassbar. Ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Strom des Schicksals. Oh, holy shit. Kriegen nur die Fresse, wir armen Säcke, ey. Und warte mal, ich hau mir mal eben mal wieder einen Megatrank rein. Einfach nur aus Safety-Gründen. Und ihr müsst doch nicht immer so aggro sein auf mich. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Barrett. Meine Fresse. Die einfach blockt, Alter. Macht er? Metamorphose. Hör auf damit. Ich will nicht, dass du metamorphiosierst. Und. Bam! Er ist schockanfällig. Los! Jetzt! Drauf da! Geil! Zerklöckt das wieder was? Barrett hat erstmal noch ein Level abbekommen. Läuft, Alter. Oh, 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 oh. Müsste ausweichen. Müsste gehen. Immer diese Elektro-Scheiße. Ah. Er ist schockanfällig, er ist schockanfällig. Los! Geschockt, er ist geschockt, er ist geschockt. Mission nicht wahr. Doch auf die Sau und bam! There we go! Das hat ihm ordentlich zugesetzt. Und erstmal nochmal schön einen Megatrank rein, Alter. Komm, Cloud. Jetzt erst recht. So sieht's aus. Jetzt erst recht. Planet. Der Komet. Ist das unsere Zukunft? Der Rot ist wieder da. Die Zukunft ist offen. Nicht schon wieder. Wir sind nur noch dran. Einen neuen Plan. Teilen wir uns auf. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Ha! Dein Gegner bin ich. Also, wir nehmen den Roten. Denn nun? Sie haben sich, glaube ich, kombiniert oder sowas. Oh ja, sie sind ein Drachenwesenartiges Ding geworden. Ja, ist gut. Da stehen. Wupp. Normalerweise würde ich jetzt ja keine Pause machen, aber ohne Spaß, ich muss Pippi. Insofern nutzen wir dann leider doch mal den Moment des Hahnkrähens und machen hier doch nochmal einen ganz kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.